Liebe Freunde, willkommen zurück. Ich habe hier mal den Meinungskarten-Modus angeschmissen und hier unsere potenziellen Kriegsfeinde ausgewählt. Und dann sieht man hier einmal ganz gut, das sind nämlich hier Vasallen. Hier oben und hier. Wir würden dann ihnen beistehen. Und hier besteht halt das Verteidigungsbündnis. Aktuell hat die Hegemonie noch kein Verteidigungsbündnis mit Oxbraxi und jeder in Ragnak. Ja, Flotten sind unterwegs, Leute. Flotten sind unterwegs. Und dann werden wir sehen, dass wir hier zuschlagen, bevor die weitere Bündnisse schließen. Ja. Dieses Thema haben wir beansprucht und diese. So. Sie beleidigen uns. Na gut. Und die Rotarian, die sind modifiziert. Die geben jetzt plus 10% auf die Forschungserträge. So, bei den anderen Way Up, die können wir noch modifizieren. Ja, machen wir es doch. Vorlage erstellen. Einzelgänger, Bewohnernutzung, Gebäude, plus 10%. Vielleicht das einfach nur wegnehmen. Lebensdauer Anführer, plus 20 Jahre. Das wegnehmen und dann passt das schon. Vorlage anwenden auf alle. Situation Log updated. Dauert 9 Monate. Jawohl. Ja, Flotten sind unterwegs, wie gesagt, und Ships upgraded. Die dritte Flotte fliegt dann noch dahin. Kommt hier noch die Kreuzer spendiert. Alle Schiffe unterwegs. Dann schauen wir gleich mal. Rivalität ungültig. Oh, wir sind so stark geworden, dass wir dieses große Reich hier nicht mehr als Rivalen auswählen dürfen. Seid ihr im Krieg? Ne, okay. Ah, dann sind wir einfach extrem stark geworden. So sieht's aus. Unterwerfung vorschlagen. Die unterwerfen. Feindliche Haltung minus 100. Minus 1000. Na gut. Da wird gebaut. Wirtschaftspakt gebrochen zwischen denen, okay. Ach so, eine weitere Rivalität dann eingehen. Ja, hier geht's nicht. Einmal anders probieren. Die Uri, die mögen uns nicht.
Wir haben drei Planeten. Unterwerfung vorschlagen. Entfernung, minus 235, ja, schlecht. Ja, ansonsten, unsere Verbündete mögen die schon nicht, mögen sie nicht. Ah, hier, unsere Vasallen mögen die Uri-Union. Ah. Egal, wir brauchen Einfluss. Irgendwer schlechtern. Qualität erklären, jawohl. So, die dritte Flotte. Also an der Front brauchen wir jetzt hoffentlich erstmal keine Flotte. Die vierte Flotte verstärken, oder die zweite. Ah, erstmal die zweite. Oh. Grenzen geschlossen, wird die Grenzen geschlossen. Ja gut, nach der Erklärung der Rivalität. So, exotische Gase. Bevor wir eine neue Forschung auswählen, werden wir hier die Bergbaustation bauen. So. Und da gibt es noch 5 Stück. Sehr gut. So, wir haben alles mobilisiert. Stufe 3. Für eine Gouverneurin. Ressourcenproduktion von Jobs plus 6%. Preisgröße von Bewohnern minus 6%. Kriminalität minus 9. Forschung auswählen. Produktion von Bergbaustationen plus 10%, sehr schnell abgeschlossen, innerhalb von 8 Monaten. Ja, Produktion von Bergbaustationen plus 10%. Construction complete. Tote Welt, Bewohnbarkeit 20%. Ja. Ja gut, dafür braucht man dann eigentlich Terraforming. Astralschulennetzwerk. Diplomatische Bedeutung von Technologie plus 40%. Unterhalt Sternbasen plus 10%. Sensorreichweite planetar plus 1. Produktion durch Forschungsstation plus 20%. Ja, wir unterstützen das ja bereits. Trost der Gefallenen. Das lehnen wir ab. Natürliche Sanktuarien. Bewohnerunterhalt, Konsumgüter minus 5%.
Wohnernutzung, Dienstleistungen, minus 5%. Locker, entfernen dauert länger und Baugeschwindigkeit planetar dauert länger. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Auch wenn wir die nicht mögen. Okay. So, dann geht's weiter. Könnten eigentlich auch kurz bevor wir bei den Gegnern sind, dann schon den Krieg erklären. Beziehungsweise die Asphorte ist schon da. Ansprüche stellen. Wird bereits beansprucht? Unbeansprucht. Ah, darüber haben wir keine Informationen leider über das eine System hier. Das System ist unbeansprucht. Ja, vielleicht einmal richtig investieren für das eine System hier. Wäre ja angrenzend dann an unsere Verbündeten. Ja, gut. Wie ist das denn bei Informationsstufe niedrig? Okay. Informationsstufe Mitte. Halt, was ich mich gerade frage, ob sich da trotzdem eine Sternbasis oder ein Planet befinden könnte. Und wir dann weniger zahlen würden, nur weil wir es nicht wissen, dass es dort entsprechendes gibt. Wir sparen mal den Einfluss an. Hat zur Not halt nochmal Krieg führen. Oder hier oben nochmal einen Anspruch stellen. 60. 2x60. Oder hier. Ah, das ist doch gut. Komm, dann nehmen wir einmal das System und das System. Da fehlt jetzt ein Einfluss. Na gut, dann schwimmen wir noch mal einen Monat weiter. Daran soll es nicht scheitern, Leute. So. Ansprüche stellen. Und dann können wir den Krieg erklären. Ja, es wird dann mal wieder gigantisch, galaktisch. Führt Krieg, um den Feind zum Vasallen zu machen. Die Ansprüche werden aber auch geltend gemacht. Ja, werdet mal ruhig zu unserem Vasallen. Das hört sich gut an. Okay. Auf geht's. Wir können jetzt in diesem Krieg leider nicht die Föderationsflotte steuern. Aber es macht nichts. So, Krieg erklären. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch mitmachen, aber das machen die eigentlich auch immer. Also die sind ja auch total verhasst hier bei unseren Leuten.
Species modified. Im Friedensangebot, okay. Wir haben noch einen Planeten über. Ach so. Jetzt so Vasallen machen. Bischofspakt wäre super. Unterwerfung vorschlagen, da könnten wir direkt weitermachen. Akzeptanz 441. Protektorat. Forschungskosten, Technologien minus 80%. Auf keine Forschungsabkommen haben, diplomatische Bedeutung minus 50%. Kinder der Erde monatlich 0,25 Einfluss. Ein Protektorat ist ein Untertan, der wesentlich schwächer als sein Lehnsherr ist und der selbst das Vasallentum als Segen für sich erachtet. Geschützt vor den Gefahren der großen, weiten Galaxie, können Protektorate ihre Heimat stabilisieren und weiterentwickeln, während ihr Lehnsherr auf sie Acht gibt. Wir dürfen expandieren. Militärische Konflikte. Wir schützen sie, wenn sie angegriffen werden. Wir machen bei unseren Kriegen nicht mit. Wenn sie bei unseren Offensiven mitmachen, haben wir 0,5. Ja, ist ja eigentlich egal, ob sie bei unseren Kriegen mitmachen. Sie haben einen Planeten. Alte Sensordaten. Ach, da brauchen wir... Nein! Oh, wenn uns jetzt jemand wegschnappt. Da würden wir halt immer 0,25 Einfluss kriegen monatlich. Ja gut. So ist das dann. So, erste Flotte. Und dann direkt angreifen. Ist der Krieg durch? Sind wir im Krieg? Sind auch nicht im Krieg. Ein bisschen weiter spielen. We have declared war. Jawohl, so, auf geht's. Achso, die Sternenbasen immer schön einnehmen, das ist klar. Gucken wir nochmal hier an. Wenn wir da keine Ansprüche haben. So, vierte Flotte. Ah gut, flieg mal ruhig dahin, kannst dich ja wieder zurückziehen, als es zu heikel wird. Bodentruppen. Wir brauchen die Bodentruppen da oben. Wo seid ihr? Ihr habt eine gewisse Reise zu absolvieren. So, dann haben wir hier eine Station schon mal erobert. Können ja mal schauen, was sie haben an Technologien. Ionendisruptor. Okay. Und mittlerer Röntgenlaser. Raketen haben wir abgewehrt. Okay. Gut aus. Und dann kann die Flotte direkt zur nächsten Sternenbasis fliegen. So.
Angriff. Produktion Bergbaustation plus 10%. Sehr gut. Ich habe mir vorgestellt, dass wir einfach mal Bataillenkraftwerk, auch wenn wir es nicht bauen können. Es ist irgendwas Spezielles, weil wir einen speziellen Planeten erobert haben, kolonisiert haben. Ist das hier überhaupt als Forschung auswählbar? Das heißt jetzt nicht, dass wir dieses Bataillenkraftwerk dann auf jedem Planeten bauen können. Wir werden es einfach mal erforschen. So. Im Sozialbereich. Hier beginnt das mit Terraforming. Wir werden mal hier die besserte Nahrungsproduktion erforschen. Nahrung durch Landwirte generell plus 20%. Und neuer Erlass Nahrungsüberschuss. So. Erste Flotte. Ja. Einfach weitermachen. Fast nicht beschädigt. Nur minimalst. Hier einfach hinterherfliegen. Folgen. Hostile Fleet detected. Wo seid ihr? 7200 Stärke gegen 17.000. Distriktmandat erfüllt. 1000 Einigkeit erlangt. Jawohl. So. Direkt weiterfliegen. Und ihr seid einfach in Bewegung. Sehr gut. Ja, mach das ruhig selbstständig. Wird selbstständig Krieg. Passt. So, ein Wissenschaftler hat eine neue Eigenschaft erlangt. Forschungsgeschwindigkeit Industrie plus 15%. Wissenschaftler. Na gut. Ging uns halt jetzt nicht weiter, aber schadet auch nicht. So, die Station haben wir erobert. Da werden wir mal ganz kurz Zeit machen und dann unsere Flotte reparieren. So, Forschungsschiffe. Spezialprojekte. Weil wir führen erstmal Krieg und schauen uns die Spezialprojekte danach an. Ich habe auch einen Blick hier auf den Einfluss. Mal schauen, vielleicht kriegen wir die Einvasallen ja noch. Deine Protektorat. Ah, kriegen wir die? Wo fliegt ihr gerade hin? Ihr fliegt gar nicht. Ihr bleibt einfach an Ort und Stelle. Sehr schön. Hostile fleet engaged. Research complete. Oha! Direkt beide Flotten. Boah, das ist nicht verkehrt. Jetzt haben sie ihr Defensivabkommen gebrochen. Ja. Sehr gut. Sie sind uns forschungstechnisch überlegen. Ja, wir machen das alles nur, um dann die Endgame-Krise aufzuhalten, ne? Für die
Die galaktische Gemeinschaft. Dass wir mal hier den Krieg erklären würden. Ah, okay, dann haben sie noch das eine Defensivbündnis. Na gut, so. Alles zu seiner Zeit. Ja, ihr müsst euch hier ein bisschen wehren, Leute. Er macht das schon. So, dann einmal hier die Station erobern. Habt ihr ja schon gemacht, okay. Die Station wäre da. Forschung abgeschlossen. Ja, die bessere Landwirtschaft. Sehr schön. Dann kriegen wir ja direkt 130 Nahrung pro Monat. Interstellare Kampagnen. Einflusskostenansprüche minus 10%. Erhalt Kriegsmüdigkeit minus 10%. Hyper Entertainment Forum. Um ganz viel Dienstleistungen und Einigkeit zu generieren. Neues Gebäude, Produktionsministerium. Produktion durch Metallurgen plus 15%, Produktion durch Handwerker plus 15%. Und es wird auch noch Einigkeit produziert von Dienstleistungen. Jawohl, einmal das erforschen. Und hier haben wir... Ich glaube, die bessere Panzerung, die bringt uns insgesamt schneller. Also haben wir den größten Vorteil von. Ja. So, die zweite Flotte. Kann auch mal hier mitmachen. Dritte Flotte repariert. Die vierte Flotte soll der dritten Flotte folgen. Und die zweite Flotte auch. So. Die dritte erobert dann hier einfach alles. Was auch anders machen. Einmal dahin. So. Erste Flotte, da haben wir Verluste erlitten, ja. Ah, die hat ja auch gegen zwei gegnerische Flotten gekämpft. Wenn wir dich jetzt reparieren würden, wohin würdest du fliegen? Bis da ganz hinten. Das machen wir nicht. Einfach hier weiter offensiv bleiben. Und wir bauen, wir produzieren für dich nach. Eher hier. Bei Kreuzer. Vier Zerstörer. 8 Korvetten. Da können wir das Hauptgebäude upgraden. Construction complete. So. Dann kommt es hier zur Schlacht gegen die Sternbasis. Und dann kannst du dich gleich hier reparieren. Armeen 101. Okay. Ja. Das sieht doch alles super aus. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Unsere Ansicht ist so.
Macht's gut. Bye, bye.